Vorbei die Steinzeit, jetzt wird abgerockt. Riffiraffi, Heavysaurus, Millipilli und Co. Sie sind Teil der berühmten Dino- und Drachenband. Ausverkaufte Shows und Millionen Aufrufe auf YouTube. Für den Tourmanager der Stars kein Zufall. Naja, völlig klar. Es sind natürlich vier Dinos und ein Drache, das sieht man schon mal nicht jeden Tag. Und die Band hat seit 65 Millionen Jahren Übungen, die spielen fast jeden Tag zusammen. Und dementsprechend rocken die auf der Bühne natürlich ordentlich was weg. Und das nicht nur in Deutschland. Die musikalischen Dinos und Drachen gibt es auch in finnischer und spanischer Version. In Deutschland spielen die Saurier weit über 100 Shows im Jahr. Immer dabei kinderfreundliche Songtexte und ein Meet and Greet mit den Fans. Die Dinos lieben das abgöttisch. Also sind eigentlich bei jedem Meet and Greet Feuer und Flamme, die kommen immer raus. Die sind immer heiß wie Frittenfett, also die haben wirklich immer total Bock auf die Kids. Beantworten jede Frage, die gestellt wird, High Fives, Fotos, das ist alles mit dabei. Für das Meet and Greet nehmen sich die Fans und Dinos lange Zeit. Schließlich soll jeder Fan sein Foto knipsen und zu Wort kommen. Wir sind riesengroße Fans von den Heavysaurus, ja. Laufen bei uns täglich rauf und runter. Die Songs der Kinderband handeln im Gegensatz zu den ernsten Themen der erwachsenen Rocker um all das, was Kindern wichtig ist. Also Ninjas, Flugsaurier und Kaugummis. Das klingt dann ungefähr so. Hey, hey, Kaugummi ist mega. Hey, du hast es drauf. Machst ne Blase draus. Dafür gibt es natürlich ein High Five und ein Foto mit den Dino-Stars. Nicht zu vergessen dabei das Handzeichen, mit dem sich alle Rocker identifizieren. Die Pommesgabel. Für viele Eltern ist genau das musikalische Früherziehung. Was ich gut finde, ist, dass die Musik kindgerecht machen, dass es nicht so laut ist, dass die Kinder so einen ersten Einblick auch in die Heavy-Metal-Szene bekommen. Kindermusik hören wir relativ wenig, so richtige Kinderlieder, sondern auch mehr schon die rockige Variante. Da finde ich das sehr praktisch. Normale Heavy-Bands wie bei Rock am Ring können bis zu 120 Dezibel laut werden. Also vergleichbar mit der Lautstärke eines Düsenjets. Zu laut für die jungen Fans, die man langfristig für die Musikrichtung begeistern möchte. Letztlich ist es ein Teil unserer Kultur, sowohl in Europa als auch in anderen Teilen der Welt. Und warum Kinder nicht an Kultur ranführen? Charakteristisch für die Rockkultur, der Personenkult. Jeder Fan hat seinen Liebling in der Band. Das lässt sich auch schon bei den Kleinen beobachten. Ich finde Millipilli so toll, weil sie ein Mädchen ist. Nach über einer Stunde Fantreffen macht sich Keyboarderin Millipilli auf den Weg zur Bühne. Dinos auf Rolltreppen, das begeistert auch die großen Rocker. Jeder möchte die Dinos treffen. Gregor Meile wärmt das Publikum so lange auf, bis die großen Stars es endlich auf die Bühne schaffen. Am Ende, ob klein oder groß, jeder findet die rockigen Dinos einfach nur famos.